Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir, und in diesem Video seht ihr wieder ein richtig freshes Shop-Video. Ja Leute, ich musste nochmal gestern zu dem Shop-Video etwas sagen, aber am Ende dieses Videos, denn für die Leute, die es interessiert, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um auch zu erfahren, was ich zu sagen habe. Einige Entschuldigungen und ich muss mich zu einigen Sachen rechtfertigen. Also bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, bis zum Ende dran, wenn ihr das mitbekommen möchtet. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache für mich. Ich denke einfach, ich muss das Ganze auch mal loswerden und es könnte euch auf jeden Fall auch interessieren. Ansonsten gucken wir uns mal direkt in 10 Sekunden das den neuen Shop an. Vergesst aber nicht, meinen Creator-Code einzutragen, Meta-8, um mich auch auf Ehrenbruder-Basis und Ehrenmann-Basis zu unterstützen. Da würde ich dann mal sagen, gucken wir uns mal direkt den neuen Shop an. Viel Spaß! Tatsächlich ist der neue Shop auch schon da, aber wir fangen mal mit einem ungewöhnlichen Emote an, denn wir haben sogar einige neue Sachen bekommen und da bin ich mega gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber wir fangen mal mit dem Lufthorn an für 200 V-Bucks und ja, finde ich ganz nice, kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man Bock drauf hat. Und ja, wie gesagt, 200 V-Bucks ist jetzt nicht die Welt, also wenn ihr Lust drauf habt, gönnt euch das, ist sehr entspannt. Dann haben wir eine ungewöhnliche Lackierung, und zwar Chromatik für 300 V-Bucks. Finde ich sehr cool, stelle deinen Stil zur Schau, also mal was komplett anderes, richtig funky, also richtig, richtig anders. Ja, wer Bock drauf hat, kann es gerne gönnen. Jetzt muss ich gerade sagen, obwohl, gerade wo ich mir das so angucke, gefällt mir das doch nicht so gut. Also irgendwie sieht das nach nichts aus, richtig so ein, als wenn ich mich bei Paint hingesetzt hätte und einfach Dreiecke hingemalt hätte, ist jetzt keine große Kunst, um ehrlich zu sein. Aber eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch das kaufen möchtet, aber keine V-Bucks habt, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und diesen innerhalb von 5 bis 10 Minuten bei euch über die E-Mail richtig, richtig einfach. Dann haben wir die rote Verteidigerin heute nochmal im Shop für 800 V-Bucks, sogar mit verschiedenen Stilen, sondern und zwar mit einer Mütze hier, noch mit einer Kopfbedeckung, so eine weihnachtliche Mütze. Finde ich sehr entspannt, dass man da einen neuen Stil bekommt. Ist ja nach und nach mit der Zeit gekommen, die verschiedenen Stile mit den Mützen und so weiter. Und für 800 V-Bucks könnt ihr euch gerne auch euren Freunden als Geschenk sozusagen verschicken. Dann haben wir nochmal den Tiefseeschrecken und den hatten wir, glaube ich, schon etwas länger nicht mehr im Shop, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, es sind schon einige Tage her, dass wir den im Shop hatten. 85 Tage und war bis jetzt auch zweimal erst im Shop. 1500 V-Bucks, ob man dafür so viel V-Bucks ausgeben möchte, ist Geschmackssache. Ich finde den persönlich jetzt nicht so heftig, aber wir kriegen natürlich nochmal dazu die Atemschnecke als Rückenaccessoire. Haut mich jetzt auch nicht wirklich aus dem Hocker. Auf großem Fuße für 500 V-Bucks kann man sich auch gönnen. Ich lasse einfach mal kurz die Musik abspielen. Und tatsächlich funktioniert auch die Musikfunktion wieder bei mir. Also ich hatte ja eine Zeit lang keinen Ton auf der Elgato, konnte sie aber fixen, einige Updates und das Ganze nochmal neu installiert. Und jetzt habt ihr sogar zwischendurch wieder den Sound. Dann haben wir nochmal ein ungewöhnliches Erntewerkzeug, also eine Spitzhacke. Eisbrecher für 500 V-Bucks sollte man nicht auf dünnem Eis benutzen, Teil des Arktis-Einsatzsets. Ja, einige von euch meckern immer darüber, dass ich Erntewerkzeug sage und nicht Spitzhacke. Ich ließ es aber oben einfach nur ab, weil Erntewerkzeug ist einfacher zu sagen. So, nichtsdestotrotz für 500 V-Bucks eine Spitzhacke. Gönnt euch die, wenn ihr Lust habt, aber ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Dann haben wir immer noch den John Wick im Shop für 2000 V-Bucks. Also wenn ihr immer noch nicht den John Wick gegönnt habt, gönnt euch den. Ich habe dazu gestern ein Video hochgeladen. Schaut es euch nochmal an. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe den Vergleich gezogen zwischen dem alten John Wick Skin aus der Season 3 und dem neuen John Wick. Aber guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann haben wir den einfachen Vorschlaghammer für 500 V-Bucks nochmal als Spitzhacke. Richtig cooles Erntewerkzeug irgendwie. Finde ich cool. Ich überlege, ob ich mir das Ding noch gönnen soll oder nicht. Aber dann haben wir noch die Assassinen Tarnung hier, komplett richtig nice, also finde ich richtig cool. Okay, die AR sieht ganz normal aus, die Shotgun finde ich richtig geil, die MP sieht auch normal aus, aber die Sniper sieht übelst edel aus irgendwie. Ja, eure Meinung gerne mal in die Kommentare, aber wir haben nochmal kugelsicher als Emote für 200 V-Bucks, auch sehr nice. Ihr könnt auch nochmal reinhören, aber ich glaube, da hört man nicht allzu viel. Ja gut, das war es auch schon wieder, wie gesagt, ist nicht so aufregend. Dann haben wir nochmal Ich sehe dich noch Emote. 200 V-Bucks, da hört man wirklich nichts, aber Ich sehe dich vielleicht zuerst, Teil des John Wick Sets. Wenn ihr euch gönnen möchtet, wie gesagt, nicht vergessen, meinen Creator-Code im Gegenstandshop einzugeben. Ja, dann haben wir aber nochmal die neuen Skins heute im Shop. Und zwar einmal den Aether. Oder Aether, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. 1500 V-Bucks, infiltrieren und erobern, Teil des Neon-Jäger-Sets. Mit dem CNXN-Rückenaccessoire, keine Ahnung, was das sein soll, aber reaktiv ist das Ganze nicht. Passend dazu natürlich nochmal den Netzvernichter für 800 V-Bucks. Und das sieht irgendwie cool aus. Die Spitzhacke sieht richtig nice aus vorne, dass das so schimmert, so rot und so übelst geil. Hightech-Präzision, Teil des Neon-Jäger-Sets für 800 V-Bucks. Und dann nochmal Tech-Turbine für 800 V-Bucks. Ein geiler Gleiter, muss ich sagen, sieht fresh aus. Und natürlich nochmal die weibliche Version Versa mit dem Ekstase Rückenaccessoire.
1500 V-Bucks jeweils, wenn ihr euch das gönnen möchtet, wie gesagt, gönnt euch das Teil. Aber jetzt muss ich nochmal was zu dem Shop-Video von gestern sagen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, Leute, ich muss mich dazu rechtfertigen. Eigentlich mache ich die Shops immer um 2 Uhr und in der Woche immer um 5 Uhr oder 6 Uhr, je nachdem. Und das Problem war gestern, ich war so todmüde, weil die ganze Woche richtig hart war. Ich musste von 8 Uhr bis 16 Uhr arbeiten. Ich war dann erst um 18 Uhr oder so zu Hause, dann noch YouTube-Videos drehen für den nächsten Tag, für den aktuellen Tag und so weiter. Es nimmt einfach richtig viel Arbeit in Anspruch, Leute. Und ich hatte dann das kleine Problem, ich bin nach Hause gekommen, ich wollte bis 2 Uhr wach bleiben für den Shop. Ich war sogar 10 vor 2 noch wach und dann, Leute, bin ich einfach eingepennt. Ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht um 4 Uhr aufgestanden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man die ganze Woche durchgeackert hat und richtig müde ist und einfach nicht schlafen kann, dann noch ein Video machen muss, dass ich dann echt tot war. Ich hätte vielleicht das Video nicht machen sollen, einen Tag vielleicht überspringen oder morgens aufstehen. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe dann doch noch ein Shop-Video gemacht und es war einfach richtig scheiße. Es tut mir wirklich leid, Leute, ich versuche mir in Zukunft noch mal ein bisschen Mühe zu geben, mich nochmal zusammenzureißen. Es tut mir wirklich leid, ich will halt ein bisschen Qualität auf meinem Kanal aufrechthalten. Also wie gesagt, an jeden Einzelnen, der das gesehen hat und in die Kommentare geschrieben hat, ich nehme es euch gar nicht böse. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Aber in Zukunft kommt auf jeden Fall wieder ordentliche Shop-Videos. Das war's von mir. Lasst euch mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo dalassen und meinen Creator-Code im Gegenstandshop eingeben. Metal-8. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.